irgendwie sowas. Auf jeden Fall fahren wir heute nach Kyoto. Wir haben schon ein bisschen krasseren Plan. Also, wir werden durchmachen die Nacht. Es ist draußen eigentlich richtig kalt. Richtig lustig. Ja, mal schauen, wie das wird. Hardcore-Aktion, glaube ich. Ja, also das Wetter soll okay bleiben. Wäre kalt, aber nicht regnen oder so. Und ja, ich habe einen Laptop dabei, wenn es langweilig wird. Und gucken einfach die ganze Nacht Videos oder langweilig. So. Ich glaube, es wird cool. Ich glaube, wir werden rumlaufen ein bisschen. Also. Ja, mal schauen. Auf geht's. So, Kyoto angekommen. Die Fahrt war eigentlich relativ chillig. Und jetzt treffen wir uns gleich mit der einen, die wir so irgendwo warten haben. Ausgang. Ich würde mal sagen, es wird lustig. Fangen wir an mit diesen heftigen 2 Tagen in Kyoto. Aber wir haben jetzt ziemlich viel gesehen, es ist noch ziemlich viel gelaufen jetzt. Und jetzt sind wir bei so einem Tempel. Der Sanju Sangendo. Also, das sind wohl ziemlich viele so Buddha-Statuen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Davor sind wir ziemlich viel gelaufen, war cool. Videos habt ihr gesehen. Genau, hier so ein bisschen das Zwischendrin, so als Plan-Changer. Und wir schauen jetzt da mal rein, sieht voll cool aus. War ja mal richtig geil. Der Tempel war mega. Also, wir hatten einfach ein Bedenken, ob sich die 600 Yen lohnen, die 5 Euro. Also, richtig das cool. Das habe ich voll lange überlegt, weil wir waren auch noch in so einem Park davor, der hat auch schon 500 gekostet. Und dann müssen wir nochmal in so einem Tempel, kostet ja auch nochmal was. Und ja, das summiert sich halt schon alles ein bisschen und es sind halt auch jedes Mal 5 Euro. Und wir haben schon so arsch viele Tempel gesehen und dachte mir so, ja, weiß nicht, ob der jetzt so speziell ist, ob sich das wirklich lohnt. Aber hat sich komplett gelohnt. Also, ich glaube, das war der beste Tempel, den ich bisher war. Und ich war schon in einigen Tempeln. Und jetzt gehen wir zum Kyomizu-dera und danach fragen wir Simi nochmal, welchen Tempel er am besten danach findet. Fragen wir nochmal nach. Ja, und jetzt wird es grün und die Japaner fetzen natürlich wieder rüber. Weil die keinen Bock haben, über Rot über die Ampel zu gehen, obwohl es irgendwie dann doch jeder macht. Risky. Ja. Auf jeden Fall, Kyomizu-dera ist nicht auf dem Berg, sondern auf dem nächsten da hinten. Oh, irgendwie. Geil. Wird richtig was ist das geil. Was ist das? Also, das ist einfach eine geile Sicht über Kyoto. Nicht so geil wie auf unserem Spezialberg, den irgendwie niemand kennt. Aber es ist geil, weil das ist ein Tempel, der einfach so richtig weit oben ist. Und da gehen wir jetzt hin. Bye bye. So sind wir wieder beim Kyomizu-dera mit der schönen Aussicht hier auf die Stadt. Das sehen wir später noch mehr, wenn wir da hinten auf diesen Berg da gehen. Das kommt dann gleich noch. Hier sind erstmal so ein paar Teile, die darfst du mir gleich ausprobieren. Viel Spaß. Die Teile da. Ja. Stimmt, das habe ich im Video gesehen. Wir müssen doch irgendwie versucht, diese hochzuheben oder so. Irgendwie sowas, oder? Soll ich schon mal probieren? Probier's. Welche muss man da hochheben? Beide. Ja, beide. Das kleine geht, aber das große kann man nicht so gut bewegen. So, wir sind jetzt beim Fushiminari, sind mit dem Zug hingefahren. Das klappern wir jetzt auch noch ab für Simi. Wir haben unsere Begleitung manchmal sprechen lassen. Konnichiwa. Chiko shoukai shite. Okay, doch nicht. In Englisch? English? Englisch? Mitsuke from Kyoto, 22 years old. Was ist das? University student. Deutsch ist ja. Ich bin da sehr gut. Ich bin da nicht so gut. Aber ich bin da nicht so gut. Oh, es war japanisch. Also, sie fährt nächstes Jahr nach Deutschland. Sie mag Deutschland. Vielleicht, wenn ihr sie sieht, einfach mal kurz Hallo sagen. Bye bye. Bye bye. Wir sind jetzt beim
von Fushiminari quasi schon oben. Und hier ist nochmal eine schöne Aussicht. Wir gehen jetzt runter zum Zug, wo wir dann zum Daimonji fahren, zum großen Berg. Die Mitsuki wird uns verlassen. Wir machen uns dann auf zum Berg, nehmen uns noch einiges an Essen mit. Und da wird es, glaube ich, ein richtig cooler Sonnenuntergang. Bis gleich. So, wir haben jetzt, sind jetzt hier beim, vor dem Silbernen Pavillon. Wir sind einmal in den falschen Bus eingestiegen. War ein bisschen schwierig hier. Also das Bussystem hier in Kyoto ist einfach nur Crap, muss man echt sagen. Also ich habe mich bestimmt schon mal drüber ausgelassen, aber ja, ist echt ein bisschen blöd. Also die, es gibt keine U-Bahnen so richtig, weil also Kyoto ist halt so traditionelle Stadt und da wird halt nicht irgendwas Neues gemacht. Und es ist auch verboten, zum Beispiel hohe Gebäude zu machen, deshalb gibt es hier kaum Hochhäuser und so Aussichtspunkte. Deshalb benutzen die Busse, die immer zu spät sind. Und was schwierig ist, halt da quasi immer den richtigen zu finden. Vor allem die Straßenseite und so. Und ja, auf jeden Fall ist hier oben unser Viewpoint von Daimonjiama. Wir haben es ein bisschen spät, wir müssen es, glaube ich, ein bisschen beeilen, sonst verpassen wir den Sonnenuntergang, den wir eigentlich filmen wollten. Und deshalb eilen wir uns jetzt und dann sehen wir uns quasi auf dem Weg und dann oben. Bye bye. So, das waren die letzten Treppen. Wir haben es geschafft, wir sind oben und gerade ist die Sonne weggegangen, hinter den Wolken da hinten. Sehr schön hier zu sein, ja, richtig durchgeschwitzt und richtig schnell, aber vor einer Minute hat man die Sonne noch gesehen. Wir stellen trotzdem mal unsere Cams auf und machen eine Timelapse. Viel Spaß! So, willkommen jetzt zurück. Also wir haben es jetzt schon sehr viel abends. Es ist schon sehr dunkel und sehr kalt. Ich habe Schal und Handschuhe haben wir auch. Die Sonne haben wir, wie gesagt, kurz verpasst. Wir suchen jetzt noch ein paar Leute. Wir suchen noch ein paar Schüler, weil jetzt fängt die Nachtschule an. Und deswegen laufen die jetzt in den Bahnhöfen überall rum. Genau, Japaner haben immer Schule. Fragen wir die, ob die Karaoke-Bar mit uns gehen wollen. Und dann machen wir Karaoke-Free-Time. Bis morgen früh um 6 Uhr. Und dann überlegen wir uns noch, was wir machen. Dann schauen wir weiter. So ist der Plan. Wir gehen jetzt vom geilen Berg runter. Hier ist nochmal die letzte schöne Aussicht. Ja, bye-bye. Also wir haben hier die Innenstadt von Kyoto gefunden. Wir sind in Izakaya und jetzt essen wir hier so schöne Yakitori. Und Salat habe ich hier einen schönen. Richtig geil. Es ist schon fast 11 Uhr. Also wir werden auf jeden Fall die Nacht durchmachen. Ich wollte euch auch nochmal schöne Shots. Bis gleich. Ich hoffe, dass der Akku noch hält. Deshalb mal schauen. Bye bye. Ja, willkommen zu unserer chilligen Runde, die seit ein bisschen schon geht. Wir gucken hier Videos auf dem Laptop, der mittlerweile fast keinen Strom mehr hat. Auf Handys, die mittlerweile fast keinen Strom mehr haben. Ich muss noch was dazu sagen. Also, bei diesen, es gibt da drei verschiedene Läden. Also, es gibt einmal diese Family Markt, einmal die 7-Eleven und einmal die Lawson's. Und bei allen drei gibt es freies WLAN. Und ich, soweit ich weiß, gibt es bei. Nee, es ist ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall bei den Family Markets, wo wir gerade sind, hat man dreimal 20 Minuten frei. Ich habe auf dem Laptop schon dreimal aufgebraucht. Und auf dem Handy sind wir jetzt auch schon bei der dritten Session. Das heißt, wir müssen beide umziehen. Also wir müssen entweder in den Lawson oder in 7-Eleven, weil da sind wir dann beim WLAN noch frei. Dann haben wir jetzt dann alles aufgebraucht. Also ja, wird bald ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, beim Lawson hat man sogar 60 Minuten Sessions, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaub, also bei einem viel, kann man quasi den ganzen Tag fast. Oder beim 7-Eleven. Ich bin mir sicher. Ich glaube, hier ist am schlechtesten beim Family gemacht. Das ist 3x20. Auf jeden Fall ziemlich chillig hier. Ja, wir machen uns bald auf den Weg, mal schauen, wo es hingeht. Jedenfalls ist es schon relativ spät, ich glaube 2 Uhr oder so. 42. Die Zeit vergeht voll. Geht schon mit dem Durchmachen. Ja, ein bisschen Energie ist noch da. Und morgen muss es auf jeden Fall auch noch reichen. So, wir chillen ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns. Ein paar Stündchen. Bis bald. Wir sind beim Family Mart. Sie mir erklärt jetzt, was sie so geil findet. Was? Also. Ich habe ja Interrail gemacht, da habe ich auch schon eine Videoserie gemacht und es war da schon ziemlich krass in Europa und immer wenn man sich irgendwo hinflacken wollte, sind sofort die Security-Leute gekommen, haben wir aufgeweckt, so, ja, richtig schlafen, hier aufstehen, irgendwo hinsitzen oder so. Ich
in Japan juckt es natürlich keinen, weil eigentlich macht hier keiner sowas, nur sind nicht als Ausländer. Und deswegen habe ich hier oben solche Räume eingerichtet, wo eigentlich so zum Hinsitzen da sind. Und ich finde voll geil, die kann ich so hinlegen. Und ich habe hier so ein paar so Stühle zusammen gemacht. Kann ich hier. Gut gemacht. Voll gut. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr keinen Unterkunft habt in Japan, sucht euch einen Family Mart, so einen größeren. Die haben dann meistens so einen zweiten Stock. Und das liegt. Gute Nacht. So, kleiner Zwischencheck am Morgen um 7 Uhr. Also wie man sieht, ist es schon hell geworden. Und wir haben quasi noch keinen Platz gefunden, wo wir unsere Camps aufstellen können. Und es gab auch nicht wirklich so einen Sonnenaufgang. Es ist einfach hell geworden und ich glaube, es wäre eh nicht so schön geworden. Da wird jetzt leider nichts aus der Morgen-Timelapse im Land der aufgehenden Sonne. Ich glaube, wir suchen uns jetzt trotzdem mal einen Platz hier am Fluss. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach Kobe. Wir werden hier den zweiten Tag nicht in Kyoto machen, haben wir uns entschieden. Ja, es war sehr kalt die Nacht. Und wir haben uns jetzt gesagt, Kobe ist bestimmt wärmer. Wir haben keinen Bock mehr, es ist richtig kalt. Hier ist schon der Kobe Tower. Hier ist dieses schöne Gebäude, wo wir gestern schon waren. Also cool. Und ja, da haben wir jetzt keinen Plan mehr für Kyoto eben. Und jetzt sagen wir, gehen jetzt weg. Na gut, also wir haben es mal wieder nicht geschafft. Wir wollten uns eigentlich kurz hinlegen für eine Dreiviertelstunde. Und also Mittagsschlaf machen, dass wir wieder fit sind. Für den Rokoyama, für den Sonnenuntergang. Aber jetzt ist es schon dunkel, das heißt, wir haben verpennt. Ein bisschen müde, ich glaube, wir sind ein bisschen hart. Also wir haben es nicht auf dem Rokoyama geschafft. Man sieht, ich bin hier gerade auf dem Fahrrad. Oder wie man eben schwach sieht. Und wir haben uns jetzt einen Laden ausgesucht, wo man ganz billig Udon essen kann und es ist richtig gut und richtig groß. Hier sind wir auf dem Fest. Es geht darum, um Fire Prevention, also quasi den Leuten zu sagen, dass sie aufpassen sollen mit ihrem Feuer, damit sie Sticks bekommen, die wir gegeneinander schlagen. Und laufen quasi jetzt eine Dreiviertelstunde lang durch dieses Viertel. Machen das. Wir sind nicht so eine große Gruppe, ich gedacht, es werden mehr. Aber es ist irgendwie lustig. Die machen damit so eine Durchsage, labern die da so durch. Ja, genau. Ich muss ein bisschen schlagen, also man sieht sich später. Hino-Yo-Jin! Machi Ippon Kajinomoto! Machi Ippon Kajinomoto! So, Oskar ist nochmal gut gearbeitet, quasi auf Japanisch. Hier werden wir noch verfüttert, weil wir waren ja sehr erfolgreich. Also wir haben hier für alle Feuer. Genau, weiß nicht, was das für ein Raum hier ist. Genau, wie gesagt, wir haben hier alle Feuer gelöscht und hier präventiv uns darum gekümmert. Jetzt werden wir verfüttert und guten Appetit.